1-2, 1-2. Test, Test. 1-2, 1-2, 1-2. 1-1-1. Geht's, hört man's? Hallo? So, sehr verehrte Damen und Herren, kurze Sprechprobe, hört mich jeder? Ja, funktioniert. Herr Brigadier, darf ich beginnen? Gut. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie sehr, sehr herzlich heute zum Beginn des Tages, sehr warmen Tages, aber Gott sei Dank in einer gekühlten Salat Arena, sehr herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Roman Schuh. Ich werde heute das Panel Faktor Mensch, Werte, Interkulturalität und Religion leiten. Und wir haben ein, muss ich sagen, ein wirklich sehr hochkarätiges Panel heute hier am Podium. Und ich möchte gleich beginnen, hört man mich? Ja, okay. Ich möchte gleich beginnen, auch die Dolmetscher, herzlich willkommen, schönen guten Morgen, haben gerade gewunken. Wir werden nun, darf ich kurz die Herren am Panel vorstellen. Ja, mein Name ist Roman Schuh, ich bin der Leiter der Abteilung Menschenorientierte Führung und Wehrpolitik im Bundesministerium für Landesverteidigung und bin bereits zum dritten Mal hier an der Konferenz und habe die Ehre, hier in diesem Panel vorzustehen. Weiters haben wir heute am Podium für die Lebensläufe eingeblendet, ja. Aber ganz kurz, ich darf hier vorstellen, seine Exzellenz Dr. Werner Freistetter, Militärbischof für Österreich. Und ich freue mich also sehr, dass er heute kommen konnte. Er hatte bereits gestern Abend einen Vortrag gehalten. Und wir kennen uns auch beide und treffen uns immer wieder. Unsere Arbeit verbindet uns, menschenorientierte Führung und natürlich auch die Militärseelsorge im österreichischen Bundesheer haben immer wieder Gemeinsamkeiten, die auszutauschen sind. Ja, nähere Details können Sie hier an den Lebensläufen sehen. Ich möchte fortfahren. Wir haben den Professor Dr. Dr. Gunnar Heinsson. Wir kennen uns persönlich noch nicht. Wir haben uns gerade hier kennengelernt. Dr. Gunnar Heinsson ist Professor an der Universität Bremen. Sie sind Soziologe und Ökonom, wie ich gelesen habe, und Sie haben letztens auch publiziert zu einem ganz interessanten Thema, und ich nehme an, Sie werden auch darüber kurz sprechen, Jugend in Konflikten. Welche Bedeutung hat das und wie entwickelt sich das in der heutigen Gesellschaft weiter? Ja, weiters darf ich vorstellen, und das freut mich ganz besonders, den Herrn Universitätsprofessor Dr. Dr. Matthias Beck herzlich begrüßen zu dürfen. Professor Beck ist an der Universität Wien tätig und ist mit Schwerpunkt, Sie sehen es, Professor für Moraltheologie. Er ist, man kann sagen, Arzt, gelernter Pharmazeut,
Philosoph und Theologe, also ein sehr, sehr breites Wissensspektrum hier kann er hier einbringen, wie wir auch gestern schon gehört haben, und wird auch jetzt, glaube ich, im Bereich sämtlicher Bildungsreformen in Österreich immer wieder in Fragen der Ethik angefragt. Ja, und ganz besonders freut mich hier, den Herrn Major Magister Wurm begrüßen zu dürfen. Wir kennen uns auch aus einem Projekt, aus dem Projekt für geistige Landesverteidigung, das ich derzeit gemeinsam mit dem Bildungsministerium bearbeite. Ein wichtiges Projekt, wo es darum geht, wirklich auch darauf zu schauen, dass man aus der Schule heraus bereits lernt, was sind die Werte der Bevölkerung, was sind die Werte in der Gesellschaft, was ist schützenswert. Und an diesem Projekt arbeiten wir gerade und da haben wir uns kennengelernt. Und Major Wurm wird sich heute mit einem Thema beschäftigen, das auch sehr interessant ist und in unseren Themenbereich passt, nämlich der künstlichen Intelligenz. Und wir werden versuchen, diese Frage hier auch am Podium ein wenig zusammenzuführen und schauen, welche ethische Aspekte hier Einfluss nehmen. Ja, das Ziel unseres heutigen Panels ist es, vor dem Hintergrund der allgemeinen Strategielehre, das ist ja das, was wir hier in dieser Konferenz entwickeln wollen. Wir wollen eine allgemeine Strategielehre entwickeln und vor dem Hintergrund wollen wir das Thema Wille unter dem Aspekt Werte, Religion und Interkulturalität ansprechen und hier insbesondere den Faktor Mensch hervorkehren und herausstreichen, der vielmals in den Hintergrund tritt in allen Aspekten, also wenn ich nur das Thema künstliche Intelligenz hernehme. Entwicklung um der Technik willen, sage ich hier als Stichwort. Der Faktor Mensch ist ein wesentlicher Faktor, logischerweise, aber hier der Mensch hat natürlich auch gewisse Intuitionen, Emotionen, die nicht immer leicht kalkulierbar sind. Und daher ist es, glaube ich, sehr, sehr wesentlich, auch über diesen Themenbereich zu sprechen. Wir wollen die Fragestellung, welchen Anteil hat der Faktor Mensch in der Willensbildung hier am Panel beantworten und das unter dem Aspekt Religion, Werte und Interkulturalität. Und man darf nicht vergessen, wenn es um Entscheidungen geht, dann, das wissen wir aus verschiedensten Forschungen, ein österreichischer Forscher hat sich damit beschäftigt, es war Hans Humer, er ist ein Wirtschaftspsychologe und er hat herausgefunden, dass wir Entscheidungen zu 80% emotional treffen und nur zu 20% rational entscheiden. Und ich denke, das ist natürlich schon ein sehr interessanter Aspekt, auch wenn wir das Militär betrachten, wo wir genau diesen Aspekt noch viel zu wenig untersucht haben und es sehr interessant wäre, genau in diesem Bereich auch zu forschen. Denn aus militärischer Sicht beurteilen wir eine Lage, haben ein sehr rationelles Beurteilungsverfahren. Und die Frage ist der emotionalen Entscheidung, wie viel oder wie stark spielt die denn eigentlich hier mit? Gut, meine Damen und Herren, wir wollen nun das Panel hier so gestalten, dass jeder Vortragende hier ein kurzes Statement abgibt. Ich werde mir auch erlauben, ein Statement abzugeben. Ich darf die Dolmetscher ersuchen, meinen Text herzunehmen. Ich glaube, sie haben ihn eh schon parat und ich werde mich da an den Text halten und circa 10 Minuten über ein Thema sprechen, das mich in letzter Zeit auch beschäftigt hat und ich glaube auch für Sie im Podium sehr, sehr interessant sein wird. Und zwar ist das Thema, zunächst mal ein Schluck Wasser. Das Thema lautet moralische Asymmetrie. Und der Wille und Opferbereitschaft. Strategisch zu denken bedeutet, sich ein Ziel in der Zukunft zu setzen und schrittweise darauf hinzuarbeiten. Das ist ein Zitat von Richard David Brecht. Möglicherweise kennen Sie sein populäres Werk Jäger, Hirten, Kritiker, eine Utopie für die digitale Gesellschaft. Ich sage, diese Fähigkeit geht langsam verloren. Und alles muss sofort passieren in unserer Gesellschaft. Die Menschen gewöhnen sich an eine unbeschreibliche Menge von Daten und Informationen, die jederzeit verfügbar sind und eine kurze Halbwertszeit besitzen. Der Denkhorizont liegt
bei Stunden, maximal Tagen. Jedoch langfristige Beurteilungen und Entscheidungen reihen sich in die Kategorie Luxus ein und werden sowohl im persönlichen als auch beruflichen Alltag immer seltener. Viele Menschen sind gestresst, ungeduldig und wenn sie länger in einer Warteschlange stehen müssen. Alles ist zeitlich abgestimmt und die Optimierung wird durch elektronische Hilfsmittel zusätzlich unterstützt. Wir müssen unsere Zeit effizient nutzen. Der Trugschluss liegt jedoch darin, dass wir glauben, durch technische Unterstützung Zeit zu sparen. Es ist jedoch anders. Technischer Fortschritt raubt uns die Zeit. Je mehr Möglichkeiten wir haben, desto größer wird der Anspruch, diese auch zu nutzen. Wir haben heute durch das Internet der Dinge die Möglichkeit, materielle Güter sehr rasch zu bekommen. Es fehlt uns kaum an etwas. Wünsche müssen nicht langfristig geplant werden, sondern können sehr schnell wahr werden. Umfeldbedingungen und einhergehend Einstellungen und Haltungen haben sich verändert. Sicherheit ist nach wie vor ein hohes Gut und wird bedeutungsvoller, da es ja viel zu verlieren gibt. Es ist jedoch kaum noch jemand bereit, sich persönlich für den Schutz einzusetzen. Wir verlassen uns dabei auf andere oder auf die Technik in Form von Sicherheits- und Überwachungssystemen. Westliche Gesellschaften haben seit 1945 eine radikale Veränderung durchlaufen. Entscheidend für die heutige Dynamik ist eine moralische Schwäche des Westens. Das ist übrigens ein Zitat aus Amogli Meschnik, Siegen oder vom Verlust der Selbstbehauptung 2018. Es ist die Schwäche der postheroischen Gesellschaft, in der kaum jemand bereit ist, sein Leben für eine Sache einzusetzen. Das gilt auch für Staaten. Die Stimmung in der eigenen Bevölkerung und die mediale Berichterstattung machen exzessive militärische Handlungen für demokratische Staaten unmöglich. Denken Sie nur daran, die amerikanische Armee hat das Potenzial, Kriege relativ rasch zu entscheiden. Sie tut es jedoch nicht, weil genau dieses Problem besteht. Diese moralische Asymmetrie gilt jedoch nicht nur für militärische Konflikte. So sind die humanitären Werteunterschiede im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise aktuell evident. Menschen, die an der nordafrikanischen Küste in ein Flüchtlingsboot steigen und sich dem Risiko des Ertrinkens aussetzen, wissen, dass die humanitären Werte der gegenüberliegenden Küstenlinie anders sind. Die westliche Moral schreibt vor, zu helfen. Dies verursacht eine moralische Asymmetrie, die letztlich erpressbar macht. Schlepperorganisationen nützen diese Asymmetrie der Wertekulturen. Ein weiteres Beispiel liefert der IS-Terror. Die menschliche Opferbereitschaft ist hierbei anders gelagert als jene der westlichen Demokratien. Der Tod eines Menschen wird bewusst für den Tod einer Vielzahl von Menschen in Kauf genommen. Ein Hungerstreikender kann je nach humanitären Werten der jeweiligen Gesellschaft unterschiedliche Wirkung ausüben. Der vermeintlich Schwache nutzt seine Unterlegenheit, um die Moral des Stärkeren zu untergraben. Er kann das aber nur, da diese Moral sich bestimmten Werten verpflichtet fühlt. Die Opferbereitschaft bei der Durchsetzung des Willens ist in westlichen Demokratien äußerst gering. Das Phänomen der moralischen Asymmetrie ist auch auf unsere innerstaatliche Situation anzuwenden. Die staatlichen Gewaltmonopole sind bei Militär und Polizei angesiedelt. Diese beiden Exekutivorgane dürfen bzw. müssen bei Bedarf Gewalt anwenden. Jedoch auch hier gibt es eine Diskrepanz zwischen dem Harmoniebedürfnis der Bevölkerung und der Notwendigkeit für den Schutz der Bürger Gewalt einsetzen zu müssen. Ein aktuelles Beispiel eines Polizeieinsatzes im Rahmen einer Klimademonstration wirft diese Problematik deutlich auf. Demnach wurde ein vermeintlich gewaltbereiter Demonstrant unter Einsatz von polizeilicher Ordnungsgewalt an seinen Aktivitäten gehindert. Das staatliche Monopol der Gewalt wird öffentlich hinterfragt und kritisiert. Diese im oberen Teil beispielhaft angeführten moralischen Asymmetrien sind kaum aufzulösen. Denn welche Instanz kann schon Moralvorstellungen und Werte bewerten?
Selbst die allgemeine Erklärung der Menschenrechte kann in die unterschiedlichen Sichtweisen nicht, kann die unterschiedlichen Sichtweisen nicht vereinen. Diese zeigt uns die Realität deutlich auf. Das Militär in demokratisch legitimierten Staaten befindet sich demnach ebenso in einem Spannungsverhältnis zwischen Militär und Gesellschaft. Diese Kluft zwischen pluralistischer Gesellschaft und hierarchisch strukturierten Streitkräften kann und darf nicht aufgelöst werden, solange der politische und gesellschaftliche Wille vorherrschend ist, der Militärorganisation ihre ureigene Funktionalität und Ordnungskultur im notwendigen Ausmaß für effiziente Aufgabenerfüllung zu belassen. Damit ist deutlich gesagt, dass diese moralische Asymmetrie nicht einfach aufgelöst werden kann, aber auch einen bestimmten Zweck zu erfüllen hat, solange die Gesellschaft dies akzeptiert. Diese Akzeptanz ist jedoch nicht immer gegeben, was dazu führt, dass staatliche Ordnungssysteme an chronischem Personalmangel, Imageproblemen, Ausrüstungs- und Infrastrukturmangel, letztlich Geldmangel leiden und damit in eine Abwärtsspirale schlittern, wonach der Schutz der Bevölkerung nicht mehr bereitgestellt werden kann, obwohl mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass es eines Tages erforderlich sein wird. Daher braucht es, trotz des auf das Militär einwirkenden Wertepluralismus, eine soldatische Identität, die im Diskurs mit der Gesellschaft und ihren Werten steht. Innerhalb des Militärs braucht es eine staats- und wehrpolitische Bildung, um die Werte der Gesellschaft und jene des Militärs zum Schutz dieser Gesellschaft nach innen und nach außen vernetzt zu kommunizieren. Bei letzterer spielt die geistige Landesverteidigung, ich habe sie heute schon kurz angesprochen, eine besondere Rolle, welche beim Bürger die Bereitschaft erwecken soll, zur Sicherung seiner staatlichen Lebensgrundlagen beizutragen und mögliche Bedrohungen entgegenzuwirken. Nachdem die Opferbereitschaft zum Schutz der Demokratien gering ist, hat die technologische Ausstattung und Entwicklung von Ordnungsapparaten einen hohen Stellenwert. Wir kommen heute noch darauf. Der Einsatz von Technik zum Schutz des Menschen ist weitgehend akzeptiert. Diese müssen jedoch durch die Gesellschaften für jene Menschen zur Verfügung gestellt werden, die bereit sind, zum Schutz von anderen ihr eigenes Leben einzusetzen. Letztlich gründen sich alle Gemeinschaften durch die Bereitschaft ihrer Mitglieder füreinander einzustellen. Dafür gibt es Rituale für diejenigen, die bereit waren, sich zu opfern. Insbesondere gilt das für zwei Berufsgruppen, Militär und Polizei. Ich will aber die Feuerwehr und andere Einsatzorganisationen hier nicht ausschließen. Die prinzipiell den Tod in Kauf nehmen, wenn sie in den Einsatz gehen. Dafür braucht es Formen der Ehrung. Dies ist entscheidend für das Funktionieren des staatlichen Gewaltmonopols und entscheidend für das Zusammenleben in Sicherheit, Wohlstand und Freiheit. Dankeschön. Ich darf gleich überleiten zu unserem nächsten Panelisten, Herrn Bischof Freistetter. Bitte. Ja. Herr Brigadier, sehr geehrte Damen und Herren, an diesem frühen Morgen, das verspricht wieder ein heißer Tag zu werden. Vielleicht hat das dann doch einen Einfluss auch auf unsere Diskussion und ebenso bewegt und anregend sein werden, wie das Wetter im Moment ist. Ich möchte bei meinem Statement den Titel unserer Veranstaltung zum Ausgangspunkt nehmen, Strategie und Faktor Mensch. Für mich suggeriert dieser Titel ein wenig, dass es hier die Strategie gibt und hier gibt es den Faktor Mensch. Und es ist die Frage, wie verhält sich diese Strategie zum Faktor Mensch oder wie inkludieren wir den Faktor Mensch in die Strategie? Wir müssen uns aber, glaube ich, und das ist meine erste These, klar machen, Strategie ist ein zwischenmenschlicher Wirkungszusammenhang. Es sind Menschen, die Strategien entscheiden, bestimmen, durchführen. Bei aller künstlichen Intelligenz wird die Verantwortung für Strategien wohl nicht einfach an Algorithmen abgegeben werden können.
Ich freue mich schon auf die Ausführungen, die Sie uns dann anbieten werden. Also Strategie als zwischenmenschlicher Wirkungszusammenhang bedeutet, dass natürlich, und hier kommt der Faktor Mensch natürlich ganz entscheidend rein, die Persönlichkeit, die charakterliche Disposition, die Werte derjenigen, die Strategien entwerfen und durchführen, natürlich eine ganz besondere Bedeutung hat. Es ist in diesem Zusammenhang ganz interessant, sich Biografien anzuschauen von Oberbefehlshabern oder Generälen, die an der Formulierung von Strategien großen Anteil hatten und auf jeden Fall an der Umsetzung. Ich denke da zum Beispiel an Diskussionen vor dem D-Day zwischen General Montgomery oder Eisenhower. Es ist halt ein Unterschied, ob ein hoher General Strategien befürwortet, in denen es kühne Aktionen gibt, rasche Entscheidungen, aggressives Vorgehen, oder ob einer da ist, der eher vorsichtig ist, zögert, der wartet, der sich für seine Entscheidungen Zeit nimmt. Das hat für die Formulierung von Strategien eine nicht unerhebliche Bedeutung. Wie gesagt, interessant sind da durchaus auch historische Biografien. Die Durchführung von Strategien, die Umsetzung in Operationen, bis hinunter auf die taktische Ebene, liegt natürlich auch in der Hand von Menschen. Und wir wissen, Strategien geben allgemeine Ziele vor. Die Implementierung ist dann im militärischen Bereich jedenfalls durchaus auch delegiert an untergeordnete Ebenen. Auch hier kommt der Faktor Mensch ganz entscheidend ins Spiel. Also bei aller Technik und Formalisierung, wir sind auch gewohnt, so in Strukturen zu denken im Militär, es sind Menschen, die hier am Werk sind. Das betrifft jetzt nicht nur die innermilitärische Situation, sondern natürlich auch die Betroffenen. Also welche Strategie ich verfolge, wie ich Operationen anlege, hat natürlich auch in der Durchführung im Militär erhebliche Auswirkungen auf zivile Infrastruktur, auf die Zivilbevölkerung, auf die Art und Weise, wie ich dann mit dem Gegner umgehe. Es sind so viele Fragen, die sich hier stellen, dass wir hier mit diesem Pendel auf keinen Fall erschöpfend auskommen werden. Und es ist doch ein sehr entscheidendes und wichtiges Thema. Das heißt, selbstkritisch zu überprüfen, welche emotionalen Einstellungen ein Befehlshaber hat, der für vieles verantwortlich ist, für viele Menschen in seinem eigenen Bereich und für viele Menschen im Bereich derer, die betroffen sind, ist eine ganz wichtige Sache. Vielleicht ein kurzes Wort zur Frage Vernunft und Emotionalität. Es gibt in unserer alten scholastischen Theologie den Begriff des Habitus. Das ist eine erworbene, gewohnheitsmäßige Einstellung. Und ich glaube, dass es eher dieser Begriff klarer machen würde, wie unsere Entscheidungen ablaufen, als wenn ich das jetzt nur auf Vernunft und Emotion hin abzwecke. Sondern das sind Einstellungen, die aus Erfahrung gewachsen sind, in die Vernunftüberlegungen einfließen, praktische Überlegungen, aber auch Intuition und emotionale Einstellungen, die so etwas wie ein Muster von Entscheiden, Handeln und Werten in mir erzeugen, sozusagen. Wie gesagt, der alte Begriff dafür ist der Habitus. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, der Faktor Mensch kommt in demokratischen Gesellschaften natürlich auch in einer anderen Weise zum Austrag. Wir sind gewohnt, gerade Strategie und Sicherheitspolitik gerne den Fachleuten zu überlassen. Das Interesse der Öffentlichkeit an solchen Fragen ist gering, aber wie wir gesehen haben an der Diskussion über Klima und Ökologie, auch verbunden mit komplexen technischen und wissenschaftlichen Daten und Analysen, wenn Menschen einmal realisieren, es geht um sie selbst, um ihre Interessen, um ihre Situation, dann kann es genauso gut sein, dass Sicherheitspolitik öffentlich ein großes Thema wird, weil die Menschen realisieren werden, möglicherweise einmal, dass es auch hier um sie geht, um ihre Sicherheit, um ihre existenziellen Interessen. Wir sind also hier durchaus einem äußerst heiklen Thema, und wenn ich über Sicherheit und Sicherheitsstrategien rede, dann haben wir vielleicht noch in Erinnerung, wie schnell auch demokratische Staaten
reagieren können mit sehr harschen Maßnahmen, mit Infragestellung von durchaus menschenrechtlichen Standards auch, wenn nur die Perzeption, die Auffassung von Bedrohtheit groß genug ist. Und das ist durchaus ein Thema, das sich auch Strategen stellen müssen. Nun noch ein Wort zur Strategie überhaupt. Wir sind gewohnt, in strategischen Diskussionen ein Konzept zu befolgen, das Englisch Comprehensive Security heißt, also ein umfassendes Sicherheitskonzept, das nicht nur militärische Komponenten einschließt. Das ist überhaupt eine interessante Entwicklung von einer nur militärischen Strategie und Denken in militärischen Kategorien hin zu einem umfassenderen Konzept. In internationalen Organisationen und auch in den Diskussionen, die wir im Bundesjahr haben, ist das inzwischen Standard. Comprehensive Security und Militär als Teil dieser Sicherheitsstrategie. Und ich möchte mich jetzt wiederholen. Ich habe gestern bei meinem Vortrag Bezug genommen auf einen Schweizer Offizier, verstorben, Gustav Däniker, mit seinen Thesen zum Soldaten des 21. Jahrhunderts. Und er hat eine These formuliert, in der er meint, dass in Zukunft militärische Strategien nicht mehr nur in militärischen Kategorien zu denken und zu entwerfen sind, sondern viel mehr bedenken und einbegreifen müssen. Er sagt hier, die Mission des Soldaten des 21. Jahrhunderts heißt Schützen, Helfen, Retten. Sein Leitbild ist sein immer gezielterer, also des Soldaten, immer gezielterer und wirksamerer Beitrag an die Friedenswahrung, Friedenswiederherstellung sowie an die Sicherung eines lebenswerten Daseins der Völker. Und das trifft einen Punkt, den ich unterstreichen möchte. Bei unseren Strategien und dem, was wir für unser eigenes Land oder für eine Gemeinschaft, in der wir sind, überlegen, es hat alles, was wir hier planen und durchführen wollen, durchaus Auswirkungen auf andere insgesamt. Das ist auch kein so neuer Gedanke und ich gehe noch einmal zurück auf eine sehr traditionelle Begrifflichkeit, die wir in der katholischen Kirche haben. Es gab ein intensives Nachdenken von Theologen in Spanien im 16. Jahrhundert über die ethische Begründbarkeit dieser Eroberung von neuen Gebieten. Das war die Schule von Salamanca, so heißt das. Und die haben dann einen Begriff entworfen, der, glaube ich, auch heute noch aktuell ist. Sie haben gemeint, es gebe ein bonum commune humanitatis, ein gemeinsames Wohl, ein Gemeinwohl der Völkergemeinschaft. Dass dies so ist, wird uns in dieser vernetzten und globalisierten Welt immer deutlicher. Und die haben das natürlich begründet auf eine Gemeinsamkeit der menschlichen Natur. Wir sind sehr geneigt, die Unterschiede herauszukehren, die Unterschiede, die kulturell geprägt sind und hier verschiedene Werte umfassen können, die aber im Bewusstsein von Gesellschaften keineswegs unveränderlich sind. Es kann sich durchaus ändern, es können andere Werte hervortreten und anderes zurücktreten. Ich denke aber, dass wir nicht vergessen sollten, es gibt eine gemeinsame menschliche Natur, auch wenn sie sich kulturell in unterschiedlicher Weise äußert. Der einfache Satz, wir sind alle Menschen, hat hier schon etwas Wahres. Und das sollten wir alles mit einbeziehen, wenn wir eine wirklich wirksame Strategie im Sinne der Sicherung eines lebenswerten Daseins aller ins Auge fassen wollen. Danke. Vielen herzlichen Dank, Exzellenz, für die Ausführungen. Ich glaube, die bieten dann genug Stoff, auch weiter zu diskutieren. Ich darf nun den Herrn Professor Heinzen bitten, uns seinen Vortrag zu bringen. Sie brauchen dazu, glaube ich, Technik. Ja, haben wir bereit, ist bereits am Schirm. Herr Professor, Sie haben sich... Können wir umschalten? Ja, Herr Professor, der Vortrag ist bereit. Sie können beginnen. Bitte sehr. Sie werden 10 von uns töten und wir nur einen von euch. Und trotzdem dürften wir diesen Krieg gewinnen. Das, meine Damen und Herren, sagt Ho Chi Minh 1956 den Franzosen. Als 1954 in Yen Bien Phu die Endschlacht
verloren wird. Französische Fallschirmjäger, Fremdenlegionäre, viele ehemalige Waffen-SS. Bestätigt sich das noch in dieser Schlacht? Dreimal so hohe Verluste bei den Vietnamesen und trotzdem der Krieg verloren. Was war der Hintergrund? Ho Chi Minh spürte ihn, konnte ihn aber nicht in Worte fassen. Vietnam hatte einen Kriegsindex, der zweimal so hoch lag wie der französische. Und als Frankreich geschlagen war und Amerika übernahm, traf mit Amerika ein Land auf, gegenüber dem Vietnam bereits einen dreifach höheren Kriegsindex hatte. Ich habe Ihnen hier den Kriegsindex aufgemalt für 1970, als wieder ein halbes Dutzend Kriege von NATO-Mitgliedern verloren wird. Man hat von Vietnam nichts gelernt und Sie sehen hier, dass Länder wie Großbritannien, da unten ist das UK 1,18 Kriegsindex hat und Kenia hier blau, hoch, Entschuldigung, hier blau 41. Nun, was ist ein Kriegsindex? Ein sehr simples Maß und wenn Sie behaupten, es ist ein simplistisches, bin ich nicht beleidigt. Es ist mit Absicht simplistisch. Es setzt in ein Verhältnis Männer von 55 bis 59, die sich der Rente nähern, mit 15- bis 19-jährigen jungen Männern, die den Lebenskampf aufnehmen müssen. Sie sehen hier, im Jahre 1970 hat Österreich einen Kriegsindex von 1,32. Das heißt, auf 1.000 alte Männer folgen 1.320 junge Männer. Hier habe ich Ihnen nur ein Beispiel, Kriegsindizes, wie sie 2017 gültig sind, aufgeführt. Und Sie sehen bei 0,7 wichtige Länder, 0,8, 1 und 2. 1 ist neutral, 1.000 alte Männer, 1.000 junge Männer. Und wir gehen nach unten, Simbabwe, Uganda, da haben Sie auf 1.000 alte Männer, 8.000 junge Männer. Und die merken irgendwann, dass es für sie keine Chance gibt, eine Position zu erreichen. Ja, wenn 1.000 Positionen geräumt werden und 8.000 junge Leute eine Position suchen, dann müssen sie irgendetwas unternehmen. Und wenn der erste Wunsch, der ist immer friedlich, die Auswanderung nämlich, sie wollen Wirtschaftsflüchtling werden, wenn der verstellt ist, dann müssen sie im Land etwas machen. Und da gibt es verschiedene Optionen, Gewaltkriminalität, Putsch durch junge Offiziere, die keine Aufstiegsmöglichkeiten haben, Bürgerkrieg, Krieg, Völkermord und so weiter. Wenn Sie jetzt einen Kriegsindex von 0,7 oder 0,8 haben und gehen in den Krieg gegen jemanden, der einen Index von 6 oder 7 hat und Sie wissen nicht, dass das so ist, dann sind Sie auf einem sicheren Wege in eine Niederlage. Hier haben wir den Kriegsindex von 2017 und Sie sehen unten rechts die dunkelblauen Länder, die sind bei einem Kriegsindex von 0,7 und darunter 1.000 alte Männer, 700 junge Männer oder 600 junge Männer hinterher und oben haben Sie das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, Uganda, Sambia mit der umgekehrten Situation. Also der Vietnamkrieg verloren, nicht verstanden. Fehler also wiederholt, die Dekolonisierungskriege verloren, aber natürlich immer noch nicht verstanden. Und wir gehen jetzt auf den aktuellen Krieg in der Sahelzone und ich male Ihnen hier auf die Kriegsindizes von Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria. Sie sehen, wie die 17 aussehen und Sie sehen, wie sie 2030 aussehen. Und rechts die Kriegsparteien aus dem Westen, Sie sehen die Kriegsindizes liegen um den Faktor 5, 6 und 7 niedriger. Und ein amerikanischer Offizier bleibt anonym, meldet in einem Interview vom Mai, efforts to contain the spread of jihadism by training local armies or killing insurgent leaders are not obviously working. Are we just building sand castles at a low tide? Er versteht das nicht, aber dieser Offizier
ist auch nicht informiert worden. Was ist die Low Tide? Das sind wir. Wir können keine Verluste absorbieren. Jeder gefallene Sohn löscht eine Familienlinie für immer aus. Wenn eine Frau 0,75 bei 1,5 Kindern pro Frauenleben 0,75 Söhne hat, geht das nicht anders. Die andere Seite hat Heroismus und Siegeszuversicht, weil sie Verluste absorbieren kann. 1-2 Jungen pro Frau können verloren werden und trotzdem geht die Lebens- und Kriegsfähigkeit weiter. Ich komme zur zweiten Kompetenz. Siegeszuversicht hat diese eine Seite. Ich kann Verluste absorbieren. Die Weisheit ist uralt, Leviathan 1651, Sie kennen das alle. Thomas Hobbes sagt, der Krieg versorgt noch jeden Mann, entweder durch die Beute des Sieges oder durch die Ehre des Heldentodes. Er versorgt jeden Mann. Auch Hobbes versteht das nicht im 17. Jahrhundert. Er weiß nicht, dass die englische Bevölkerung von 2 auf 6 Millionen springt während dieses Jahrhunderts. Aber er hat ein Gespür für das, was möglich ist. Und ich springe auf 1883, den deutschen Marschall Kolmar von der Goltz, das Volk in Waffen. Sie kennen alle die Formulierung, leicht trennt nur die Jugend sich vom Leben. Er versteht das auch nicht, aber damals bis 1915, wenn Sie auf den Kriegsindex zurückgehen, haben die Europäer den hohen Kriegsindex von 4 und 5. Während die heutigen von 4 und 5 damals bei 1 oder 2 liegen. Die moderne Voraussetzung, wenn man schon keine Soldaten mehr verlieren kann, für Kriegsführung ist technische Überlegenheit. Künstliche Intelligenz braucht aber erst einmal lebendige Intelligenz. Und hier habe ich Ihnen die wichtigste Tabelle, die ich mir vorstellen kann, aufgemalt. Sie zählt schlicht in Menge die Generation von 2005 bis 2009 geboren, die ab 2030 ins Berufsleben eintritt. Das heißt, die Konkurrenz der Zukunft bestimmt. Sie wissen, Patente, Erfindungen kommen heute nicht mehr von Begabten, sondern nur noch von Hochbegabten. Und um die geht es hier. Das sind Kinder, die bei den internationalen Mathematik-Olympiaden die höchste Leistungsgruppe, die siebte, die höchste Leistungsgruppe erreichen. Und ich zeige Ihnen mal hier Deutschland auf der Position 11. Da sehen Sie, da sind das 5,3% der Kinder. Gehen Sie aber jetzt direkt unter Deutschland, Singapur, da sehen Sie, dass die Hälfte, 10-mal so viel Kinder. Und wir gehen jetzt nur auf die oberste Zahl für China. China hat 4-mal so viel Menschen wie die USA, aber 8-mal so viel Mathematikasse. Wir reden über 24 Millionen. China hat 17-mal so viele Menschen wie Deutschland, aber 120-mal so viel Mathematikasse. Also uns ist die demografische Säule für Heroismus weggebrochen und uns mangelt es bei der quantitativen Mathe-Ass-Säule im Vergleich mit Ostasien unendlich stark. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank, Herr Professor. Sie haben uns mit den Beispielen aufgezeigt, was auf uns zukommt in Europa. Und ich bin schon gespannt, wie das Publikum Ihre Aussagen reflektiert und auch hier am Podium. Ich darf aber nun bitten, den Herrn Professor Beck mit seinen Ausführungen zu beginnen. Bitte. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe ja gestern schon gepowerpointet, deswegen heute ohne PowerPoint. Der Bischof hat schon gesprochen von dem Habitus, von den inneren Haltungen der Menschen, von den Tugenden. Ich möchte eine ganz grundsätzliche Reflexion einbauen. Ich hoffe, es klingt Ihnen nicht zu lächerlich, aber wir müssen, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Die Frage ist, warum sind Sie hier? Das Leben lebt von Entscheidungen, Ethik ist überall. Sie könnten ja auch in der Sonne sitzen oder Fußball spielen oder was auch immer.
Und was interessant ist, wir müssen täglich Entscheidungen treffen. Unser Leben entsteht und besteht aus Entscheidungen. Aber die eigentliche Entscheidung, die wichtigste Entscheidung für unser Leben, haben andere für uns getroffen. Nämlich, dass wir hier sind, dass wir leben. Der Philosoph Heidegger sagt, der Mensch ist der in die Welt hineingeworfene. Wir könnten natürlich auch theologisch sagen, ja, ein Geschenk Gottes, das Leben, wenn es ein Geschenk ist, dann gehört es auch mir, dann kann ich damit machen, was ich will. Also die Frage ist, warum will ich überhaupt leben? Oder umgekehrt die Frage, woher kommen eigentlich Regeln? Du sollst nicht töten. Wir haben das lange diskutiert in der Medizinethik, sollen Ärzte töten? Stichwort Euthanasie am Ende des Lebens. Sie tun es am Anfang des Lebens. Abtreibung, Tötung menschlichen Lebens. Also sind wir zum Schluss gekommen, töten sollen, müssen, dürfen leider Soldaten und Polizisten. Jeder Mensch auch. Notwehr, Mord, gibt es ja alles. Die Frage ist nur, wie regeln wir das? Also ich möchte eingehen auf die Grundfrage, wie kommen wir zu unseren Werten? Darüber habe ich gestern schon gesprochen. Griechische Philosophie, Judentum, Mensch als Ebenbild Gottes, Christentum, vor Gott sind alle Menschen gleich, europäische Aufklärung, Immanuel Kant, Menschenwürde. Ich will das nicht wiederholen. Ich möchte tiefer eingehen auf das Phänomen Mensch, weil das ist das Thema, und auf die Frage, wie wird eigentlich das Gewissen eines Menschen gebildet? Du hast vorhin schon erwähnt, Thomas von Aquin, wir haben viele Zugänge dazu. Eines ist sicher, jeder Mensch hat eine Gewissensanlage, nämlich die Möglichkeit in sich im Laufe seines Lebens über Gut und Böse, auch über Falsch und Richtig und so weiter zu entscheiden. Aber das Entscheidende ist, dieses Gewissen muss gebildet werden. Und die Frage ist, wie wird es gebildet? Sigmund Freud, ja hier in Wien kein Unbekannter, hätte gesagt, das Gewissen ist die internalisierte Stimme des Über-Ichs der Eltern. Also die Eltern bringen mir etwas bei, sie können das ergänzen durch Schule, sie können das ergänzen durch Kirche. Diese Über-Ich-Strukturen pflanzen etwas in mich hinein und Sigmund Freud war der Meinung, das ist schon das ganze Gewissen. Meiner Ansicht nach geht das schon aus logischen Gründen nicht, denn sonst könnten Kinder nie zu einer anderen Gewissensentscheidung kommen als die Eltern. Also das Gewissen muss mehr sein als die internalisierte Stimme des Über-Ich der Eltern oder des Staates oder der Schule oder der Kirche. Das heißt, im Gewissen kommt es zu einer Mixtur, zu einem Gemisch aus dem, was mir anerzogen wird von den Eltern, von der Kultur, das ist ja das Thema, Werte, Interreligiosität, Interkulturalität, und zu einem Moment des Absoluten in mir. Nennen wir es die göttliche Stimme, nennen wir es die Stimme der Wahrheit. Und wir haben, weil die ganze Frage der Emotionalität schon angesprochen wurde, wir treffen Entscheidungen sehr emotional, eine Möglichkeit, die Emotionalität noch einmal zu unterscheiden. Die Tradition unterscheidet den Begriff des Gefühls vom Begriff des Gespürs. Das Gefühl bezieht sich auf Zwischenmenschliches. Ich freue mich, dass ich Sie sehe, dass ich hier wieder bin oder ich habe Angst oder was auch immer. Und dann gibt es unterhalb dieses Gefühls die Ebene des Gespürs. Da steckt das Wort Spur drin. Menschen sagen manchmal, ich spüre, wenn ich so weiterlebe, wird mein Leben scheitern. Das heißt, das Gefühl ist mehr eine Momentaufnahme, während das Gespür sich auf das Ganze des Lebens bezieht. Und diese beiden Zugänge der Emotionalität ringen in uns. Wir haben sogar aus der christlichen Tradition eine Möglichkeit, das methodisch zu unterscheiden. Wir nennen das die sogenannte Unterscheidung der Geister. Was ist das Innerweltliche, was ist das Menschliche und was ist das Göttliche in mir? Und meine Damen und Herren, wenn ich einen Satz zuspitzen darf, ich halte es für einen der größten Unfuggesetze, der immer wieder wiederholt wird, Religion ist Privatsache. Religion prägt den Menschen ungemein, sei es indirekt durch die Kultur, sei es direkt durch Erziehung, sei es durch solche Konferenzen, sei es durch Gebäude, ob wir eine Moschee haben, eine Kirche, eine Synagoge, was auch immer. Das Christentum, ich habe das gestern nicht gesagt, ist von Hause aus keine politische Religion. Es ist auch keine kriegerische Religion, von Hause aus. Ich rede jetzt nicht über die Kirchengeschichte, was sich daraus entwickelt hat. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament, die das eindeutig belegen und sogar schon die Trennung von Kirche und Staat im Neuen Testament grundlegen.
Das eine Zitat heißt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, hätte ich Soldaten und sie würden für mich kämpfen. Und das zweite ist, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gottes, was Gott gehört. Ganz im Unterschied dazu der Islam. Der Islam war von Anfang an eine politische und auch kriegerische Religion. Und erst jetzt beginnt man ganz langsam, gerade die europäischen Muslime, Professor Aslan und Professor Korchide in Münster, zu überlegen, ob man auch einen Islam konstruieren kann, der nicht politisch ist oder nicht militärisch ist. Man sucht nach Begriffen wie Menschenwürde, ich habe gestern darüber gesprochen. Das heißt, wir kommen von zwei ganz unterschiedlichen Ecken. Das Christentum primär unpolitisch, eher 300 Jahre verfolgt, keine innerweltliche Religion, mein Reich ist nicht von dieser Welt, keine Aufrüstung aus christlicher Motivation. Ganz anders im Islam. Und diese beiden Welten prallen gerade in Europa aufeinander oder, wenn Sie Israel dazu nehmen, in der ganzen Welt aufeinander. Der Antisemitismus nimmt zu, auch durch die Migrationsströme, Muslime, Juden. Religionsgeschichtlich, Abraham, Isaak, also Abraham konnte mit seiner Frau keine Kinder kriegen, also zeugt er mit der Magd ein Kind, Hagar, und dann erst mit der richtigen Frau Isaak. Aus dem einen entstehen die Ismaeliten, die heutigen Araber, und aus dem anderen entsteht das Volk Israel. Ich habe mich immer wieder erkundigt, schon religionsgeschichtlich gibt es hier enorme, ich will mal sagen, Feindschaften. Also das wäre ein entscheidender Punkt, den ich machen möchte. Wie wird das Gewissen der Menschen gebildet? Durch die Kultur, durch die Erziehung, durch die Schule, durch die Bildung und direkt oder indirekt auch durch die Religion. Das, was Menschen ausmacht, ist das, was sie prägt. Und es ist ein Unterschied, ob ich sie zur christlichen Nächstenliebe erziehe, grundsätzlich, oder zu einem islamischen Terroristen. Insofern müssten wir diesen Punkt sehen, dass Religion etwas Wesentliches beiträgt zur Ausbildung des Menschen. Ich komme zum Schluss und möchte folgende Frage stellen. Wir haben dieses Gebot aus den 10 Geboten, du sollst nicht morden. Das heißt ausdrücklich nicht, du sollst nicht töten, weil vom Tötungsverbot, habe ich schon gesagt, gibt es Ausnahmen. Nicht morden, das heißt nicht mit minderen Beweggründen den anderen töten. Deswegen sollte man auch nicht von Selbstmord sprechen, außer im Kontext der Selbstmordattentäter. Das sind niedere Beweggründe, die sozusagen eine Form des Mordes, des Selbstmordes und der Ermordung anderer sind. Die Frage, die sich doch hier stellt im Kontext von Militär, ich habe mal bei Schülern einen Vortrag gehalten über Medizinethik, 200 Schüler aus ganz Europa, dann habe ich sie gefragt ganz direkt, warum bringst du deinen Nachbarn jetzt nicht um? Und dann haben sie gesagt, weil es verboten ist. Und da habe ich gesagt, und wie wäre es, wenn es nicht verboten wäre? Haben sie gesagt, dann müssten wir drüber nachdenken. Meine Damen und Herren, es ist gar nicht so einfach, Dinge zu begründen. Man könnte sagen, ich nehme dem anderen die Freiheit. Da sage ich, warum? Warum eigentlich nicht? Er stört mich ja. Er nimmt mir ja den Arbeitsplatz weg. Machen wir jetzt auf die größere Dimension. Wem gehört eigentlich die Welt? Wem gehören die seltenen Erden? Wir haben gestern schon darüber gesprochen. Wem gehören die Rohstoffe? Wem gehört das Land? Früher waren die Menschen Jäger und Sammler. Sie sind weitergezogen, wo es was zu essen gab. Das ging noch, als die Weltbevölkerung relativ dünn war. Jetzt wurden sie sesshaft. Jetzt will der andere da aber auch sitzen, wo ich sitze. Also muss ich mich verteidigen, muss ich Mauern bauen, muss Munition erschaffen, muss mir die anderen vom Leibe halten. Professor Spemann, der Philosoph in München, jetzt verstorben, hat mal gesagt, ein Land ist so groß, wie ich es verteidigen kann. Das galt für eine gewisse Zeit. Heute haben wir Völkerrecht, wir haben Grenzen und das ist auch einigermaßen in Ordnung. Also die erste Frage ist, die ich gestern schon gestellt habe, damit schließe ich. Was wollen wir eigentlich verteidigen? Es geht unter anderem um Systeme, Demokratie gegen Kommunismus. Es geht um die Verteidigung der Räume, wo wir Zugänge haben zu seltenen Erden, zu Öl, zu Bodenschätzen, die wir in Europa nicht haben. Und die Frage ist, wie finden wir hier eine Verteilungsgerechtigkeit und mit welchen Mitteln werden wir das verteidigen? Wer ist bereit zum Töten im Sinne der Polizei oder auch des Soldatentums? Ich habe gesagt, ich habe in Deutschland Wehrdienst gemacht, ausdrücklich Wehrdienst zur Verteidigung, kein Kriegsdienst. Und der letzte Punkt, auf den wir vielleicht noch kommen, mit der künstlichen Intelligenz. Solange wir uns Auge in Auge gegenüberstehen, ist das Töten, glaube ich, nicht so einfach. In dem Moment, wo Sie nur anonym vor einer Maschine sitzen, einem Computer und auf den Knopf drücken, scheint es relativ einfach zu sein. Das sehen wir schon bei den Hasstiraden im Internet. Oder jetzt in Deutschland ist ja ein Politiker einfach so ermordet worden. Es regt sich gar keiner mehr drüber auf.
Also die Frage ist, wie kann ich diese Tötungshemmung überwinden, die eigentlich im Menschen angelegt ist, aber ihm auch anerzogen werden muss. Wenn ich sage, der Jude ist gar kein Mensch, dann kann ich ihn ja töten. Wenn die Muslime sagen, die Christen sind ja die Ungläubigen, dann kann ich ihn ja töten. Dann ist er ja gar nicht auf derselben Ebene. Ich schließe mit der Bemerkung, wir müssen unsere Bildungssysteme überdenken. Und ich plädiere ganz stark, was jetzt in Österreich Gott sei Dank kommt, Ethikunterricht in den Schulen, weil über die Religionen kommen wir nicht viel weiter. Aber über die ethischen Grundfragen, warum soll ich eigentlich etwas tun? Ethik lebt von der Begründung. Um die Begründung haben sich Religionen oft nicht gekümmert. Sie haben gesagt, so ist das, Allah will das so, Gott will das so und man macht das so. Wir brauchen heute eine gute Reflexion, eine gute Ausbildung junger Menschen, darüber nachzudenken, wo das eigentlich herkommt, wie das ist mit dem menschlichen Leben, was ich tun soll, was ich lassen soll. Und darüber sollten wir jetzt noch diskutieren. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Beck. Religion als Teil der Menschenbildung, Werte vermitteln in der Ausbildung, in der Ethikausbildung, ein Thema, das uns sicher noch länger beschäftigen wird. Dankeschön. Und ich darf nun Herrn Major Wurm bitten, mit seinen Ausführungen ein ganz anderer Bereich, der uns aber doch sehr, sehr stark betrifft und in unser Thema, glaube ich, sehr gut hineinpasst. Bitte, Herr Major. Jawohl, guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Können wir das kurz hin? Danke. Ich habe auch nur eine Folie. So, wenn Sie, jetzt geht's. Gut, anhand der ich dieses Problem kurz skizzieren will und dann überleiten will in die Diskussion. Also ich möchte in meinem Eingangsstatement anhand der Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, der KI, das spezifisch Menschliche in der Entscheidungsfindung und den daraus resultierenden Handlungen skizzieren, um die Möglichkeiten, aber auch Grenzen dieser KI in ihrer angewandten Form auszuloten und so den Rahmen für die anschließende Diskussion bereiten. Die These für den Vortrag hier lautet etwas provokativ: Der Fortschritt in der künstlichen Intelligenz führt zur Preisgabe der Freiheit des Menschen. Das geht dann in die Richtung vom Herrn Militärbischof. Die Freiheit bildet die Grundkategorie menschlichen Handelns und hat ihre Garantie in der Religion als deren höchste Instanz. Gepaart mit der Vernunft sind sie sozusagen die den Menschen konstituierenden Elemente. Was zeichnet nun eine autonome menschliche Handlung aus? In der Handlung kommt das jeweilige Verständnis der Grundkategorien zum unmittelbaren Ausdruck, übersetzt sich in die Wirklichkeit, die Realität, und spiegelt damit eine weitere Kategorie wider, die Moralität, die sich in Form von Werten Wirklichkeit gibt. Diese Trias, also die Freiheit zum Handeln, das spekulative Vermögen der Vernunft und die konkrete Anwendung in der Situation, basierend auf den Wert- und Moralvorstellungen, stellen also keinen streng rationalen, mathematisch nachvollziehbaren logischen Schluss dar, sondern sind stets höchst individuell geprägte Vorgänge. Entscheidend ist aber der freie Willensentschluss, der den Menschen schließlich zum Verantwortlichen seiner Handlung macht. Das ist gleichzeitig auch die Rückbindung auf die Gemeinschaft, der gegenüber er sich in allen diesen drei Kategorien zu verantworten hat und aus der er auch seine Inhalte bezieht. Damit wird aber bereits aufgezeigt, dass die menschliche Entscheidung niemals perfekt bzw. vollkommen sein kann und stets in einen kulturellen und gesellschaftlichen Rahmen eingebettet ist. Sie bleibt also eine bloße Annäherung an ein Ideal, ohne dieses jemals erreichen zu können. Das ist dem Begriff des Menschen als unvollkommene, als defizitäre und gebrochene Freiheit geschuldet. Der Mensch lebt also im dauernden Widerspruch. Die Verstandeshandlung hilft uns, diesen Widerspruch im Alltag durch Ausschließen eines Dritten aufzulösen und eine für uns annähernd konsistente Ordnung zu bringen. Wir schaffen also so etwas wie eine der Situation angepasste, und ich würde das hier so nennen, Binarität. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Freiheitsverwirklichung auch gleichzeitig immer Freiheitsverzicht voraussetzt, das auf Abwägen und schließlich einer freien, autonomen Willensentscheidung basiert und so in eine diese gleichrangigen, transzendierende Vermittlungsinstanz, nämlich die Vernunft, eingebettet ist, also das aufgehoben in die Vernunft. Halten wir das Gesagte bisher kurz fest. Die menschliche Freiheit ist die Voraussetzung für Handlungen. Diese Handlungen können durch das Setzen eines bestimmten Zieles, nennen wir das hier Strategie, und dem Willen als das durch die Vernunft geleitete Strebevermögen zu dieser Zielrealisierung charakterisiert werden. Eine Handlung ist somit Ausdruck der menschlichen Erfahrung, Eigenschaften und so weiter und hat stets auch eine moralische Seite an sich. In einer Handlung spiegelt sich also das gesamte Spektrum der menschlichen Vermögen wider.
An dieser Stelle sei jetzt noch das Vermögen genannt, das uns diese kognitive Leistung einer Handlung ermöglicht und für die Diskussion aufgrund der Begrifflichkeit von Relevanz ist, nämlich die Intelligenz. Sie manifestiert sich quasi als die Einheit unserer verschiedenen Daseinsformen dieser kognitiven Fähigkeiten und Sinnlichkeiten und bringt sie in eine Ordnung. Sie kann also als ein Instrument des Denkens verstanden werden, die durch Übung trainiert werden kann. Sie hilft uns, durch Reflexion Zusammenhänge zu verknüpfen, zu Einsichten, Erfahrungen und Wissen zu gelangen. Dies beschreibt mehr als den empirisch quantifizierbaren Teil der menschlichen Erkenntnis. Somit ist vorerst einmal der Rahmen gespannt für die Frage, ob und wie künstliche Intelligenz diese menschlichen Kategorien nachahmen, ersetzen oder gar überflügeln kann. Also im Wesentlichen die post- oder transhumanistische Frage, die dahinter steht, ob es eine Superintelligenz oder eine Singularität geben kann und wie wir uns diese vorstellen können. Beginnen wir zunächst mit der Frage, worauf sich künstliche Intelligenz überhaupt gründet. Die Grundlage von KI, also ihr primäres Vermögen sozusagen, sind die Algorithmen. Ein Algorithmus kann dabei als eine Abfolge einer endlichen Kette von Schritten und von Handlungsanweisungen zur Problemlösung verstanden werden und unterliegt stets einer bestimmten Syntax und Semantik. Er unterliegt somit auch der formalen Logik, das ist die Logik des Schließens, und grenzt sich daher von der transzendentalen Logik und von der spekulativen Logik ab und zeigt damit auch gleichzeitig seine eigene Begrenztheit auf. Dies leitet uns über zur nächsten Frage: Wo stehen wir derzeit und was sind die Herausforderungen? KI ist im Wesentlichen derzeit der Versuch der Nachahmung der genannten analogen menschlichen Eigenschaften, also Denken, Freiheit, Autonomie, und deren Instrumente, der menschlichen Intelligenz, sowie deren Digitalisierung und Überführung in ein binäres System. Dies verändert aber auch die menschliche Wirklichkeit, wie wir sie bis dato kennen. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Intelligenz, als ob dies eine statische Größe wäre. Vielmehr unterscheiden wir aber bestimmte Formen von Intelligenz, die unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen an eine künstliche Intelligenz stellen. Ich möchte hier auf Wolfgang Walster zurückgreifen, der eine Kategorisierung von Intelligenz vorgeschlagen hat, anhand derer man sich schon die Herausforderungen an die einzelnen Bereiche vorstellen kann. Er unterscheidet eine kognitive, in eine sensomotorische, in eine emotionale und schließlich eine soziale Intelligenz. In den ersten beiden sind uns Maschinen bzw. künstliche Systeme schon überlegen, wohingegen gerade im emotionalen und sozialen Segment derzeit noch erhebliche Defizite bestehen. Die Limitierungen der aktuellen Systeme ergeben sich vor allem aus der formalen Struktur der Algorithmen, die das Verstehen von Ursache und Wirkung zu einer der größten Herausforderungen macht. Also die Frage nach dem Warum einer Entscheidung, das nicht immer einer formallogischen Kausalkette folgt und daher die Vorhersagbarkeit eines nächsten Schrittes erheblich erschwert. Das sogenannte Machine Learning oder Deep Learning basiert meistens auf neuronalen Netzwerken, die mit Daten trainiert werden. Grundlage hierfür, für dieses Training, bilden Big Data. Je mehr Anwendungsfälle, desto exakter werden die Ergebnisse. Allerdings unterliegen diese Daten einem bestimmten Weltbild, das das System mit übernimmt. Es lernt also unbewusst die Werte, die ethischen und kulturellen Muster seiner Ersteller, und darin liegt auch die Gefahr, dass sich bestimmte traditionelle oder auch erwünschte Muster manifestieren und verstärken. Diese Frage der Deutungshoheit führt auf politischer Ebene zu konkreten Auswirkungen in Form von Versuchen, sein je eigenes Modell zu universalisieren und international durchzusetzen. Wir sehen das derzeit besonders schön am Beispiel USA-China, was auch aus der Tabelle schön hervorgegangen ist. Gleichzeitig stellt diese Abhängigkeit von Big Data einen wesentlichen Unterschied zu Menschen dar, der bereits aus wenigen Trainingsdaten Muster ableiten und diese selbstständig üben kann und verbessern kann. Den künstlichen Systemen fehlt es hier schlicht und ergreifend an einer gewissen Abstraktionsfähigkeit. Weitere Herausforderungen in der Entwicklung intelligenter künstlicher Systeme ergeben sich aus dem Umgang mit nicht vollständigen Informationen, also mit dem Faktor Unsicherheit sowie der Selbstregulation, also der ressourcenoptimierten Gestaltung von Tätigkeiten über den Zyklus hinweg. Eine weitere Einschränkung ergibt sich auch durch die derzeit noch vorherrschende digitale, und ich wiederhole mich hier, die digitale Binarität der Systeme, also die Darstellung von Informationen und ihrer Prozesse durch die Zustände 0 oder 1. Dies birgt auch gleichzeitig ein erhebliches Risiko für den Menschen selbst, da wir dazu neigen, unsere eigenen Denkvorgänge dieser Logik anzupassen. Wir können also festhalten, dass mit den derzeitigen Systemen hauptsächlich ganz spezifische Probleme in einer klar umrissenen Domäne gelöst werden können. Die große Herausforderung und derzeit noch Überforderung liegt aber in der Übersetzung dieses Gelernten auf eine andere Domäne. Und genau in diesem Punkt lässt sich die Frage nach Strategie und Wille sehr gut veranschaulichen.
Der Mensch kann zwischen seinen verschiedenen Vermögen und Interessen abwägen und so emotionale und moralische Aspekte angemessen berücksichtigen. Das KI-System hingegen hat im Bereich des Abwägens von Zielen und Mitteln erhebliche Defizite, weil es einer gewissen Verstandeslogik folgt, die es selbst nicht hinterfragen kann und so die eigene Domäne nicht transzendieren kann. Kommen wir zum dritten Aspekt, zum Ausblick, ganz kurz. Welche Trends sehen wir im Bereich der künstlichen Intelligenz? Wir sehen also eine zunehmende Verschränkung von menschlichen biologischen Merkmalen in der Systemarchitektur von Netzwerken, die eine erhebliche Beschleunigung und vor allem qualitative Verbesserung der Lern- und Assoziationsfähigkeit bringen sollen. Ein Beispiel hierfür wäre die Verwendung von neuromorphen Mikrochips, bei denen die Struktur von menschlichen Nervenzellen auf einer Hardware-Ebene nachgebildet werden. Ein weiterer Trend liegt in der Entwicklung einer intelligenten virtuellen Umwelt. Das heißt, man stattet Objekte wie zum Beispiel Straßenschilder mit Sensorik und Informationen aus, damit künstliche Systeme und Anwendungen autonom, also selbstständig, mit diesen kommunizieren können und daraus ein Verhalten ableiten können. Wir reden hier vom Bereich der Maschine-Maschine-Kommunikation. Diese immer engere Durchdringung und Vernetzung der den Menschen umgebenden Umwelt, also sein Ökosystem, ist ein weiteres Mosaik in der Abhängigkeit des Menschen von alternativen Entscheidungsstrukturen. Es drängt sich die Frage nach seinen Freiräumen auf. Kommen wir zum Schluss, der Conclusio. Es lässt sich also zusammenfassend ableiten, dass autonome Systeme, die unabhängig von menschlicher Interaktion funktionieren sollen, also man spricht hier von starker künstlicher Intelligenz, noch sehr großen Einschränkungen unterworfen sind und diese auch auf absehbare Zeit nicht überwunden werden. Vielmehr zeichnet sich eine stärkere Implementierung in der Zusammenarbeit mit den Menschen ab, beziehungsweise ein weiterer wichtiger Aspekt, über die Idee des sogenannten Human Enhancement, eine Befähigung des Menschen selbst, hier kommen wir im Bereich der Optimierung wieder, mit neuen Eigenschaften, mit all seinen rechtlichen, ethischen und biologischen Implikationen. Hat sich der Mensch also mit der Aufklärung nach Kant gesprochen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreit, so scheint es, droht nur mehr eine freiwillige Rückkehr in dieselbe. Die vermeintliche Notwendigkeit rascher Entscheidungen unter Berücksichtigung vieler Faktoren, die sich in riesigen Datenmengen widerspiegeln und durch den Einzelnen nicht mehr bewältigbar sind, zwingen den Menschen geradezu in die Auslagerung von Entscheidungsprozessen in KI-Systeme. Auf dem Weg zur potenziellen Erweiterung der menschlichen Freiheit durch Unterstützung in Form von KI-Systemen begibt sich der Mensch also in eine immer größer werdende Abhängigkeit von Anwendungen, die er selbst nicht mehr kontrolliert. Damit wird ihm letztlich die Entscheidungskompetenz entzogen und so sukzessive die Freiheit als solche unterminiert. Ich möchte aber trotzdem hier mit einem positiven Ausblick enden und in die Diskussion überleiten, nämlich die Prämisse, dass der Mensch in seiner derzeitigen Verfasstheit die entscheidende Instanz bleiben soll bzw. muss, ist sehr stark ausgeprägt. Und es gibt auch Ansätze, gerade in der Medizin, diesem Beispiel gerecht zu werden, nämlich in Form der Forderung des Einsatzes von sogenannten erklärenden, begründeten KI-Systemen. Also im Wesentlichen ein System, das die Entscheidungen und Ergebnisse nachvollziehbar erläutern muss. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Herr Major Wurm, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen zum Thema künstliche Intelligenz. Also ich glaube, das war auch ein sehr, sehr guter Vortrag. Wir hatten sehr, sehr gute Vorträge hier am Podium. Und ich denke, noch anknüpfend an den Bereich der künstlichen Intelligenz, da stellt sich schon auch wie bei allen anderen Vorträgen, auch Professor Heinzen, da stellt sich schon die Frage, wie wollen wir zukünftig hier in Europa, das uns unmittelbar betrifft, leben. Was sind unsere Ziele? Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Was sind die Bedrohungen, die vor uns stehen? Und ich glaube, was wir uns schon auch fragen sollten, was sind unsere Leistungen? Was sind unsere positiven Sichtweisen? Das haben wir gestern auch beim Vortrag von Herrn Militärbischof gehört. Also das Gute auch wieder mal hervorzukehren. Was können wir besonders gut? Und wie können wir strategisch gesehen die Dinge nach unseren guten Vorstellungen auch beeinflussen. Ja, Herr Professor, zunächst noch eine Wortmeldung. Bitte gerne. Frage. Also erstens hätte ich die Frage, ob das Wort Intelligenz eigentlich stimmt, künstliche Intelligenz. Wir würden ja von einem Flugzeug auch nicht von einem künstlichen Vogel sprechen. Also das Wort Intelligenz kommt von intus legere, zwischen den Zeilen lesen, hinter die Kulissen schauen, letzte Fragen stellen. Das kann der Computer nicht. Aber das ist jetzt nicht meine Frage. Ich habe zwei Semester jetzt ein Seminar gemacht in der Theologischen Fakultät über künstliche Intelligenz. Und das ist wirklich beeindruckend, was die jungen Leute wissen. Und eins ist mir auch klar geworden, Kongressen, ich bin ja auch Mitglied der Bioethikkommission, wir machen jetzt auch ein Papier dazu. Und das möchte ich Sie zurückfragen, ob Sie mir das bestätigen können. Mir sagen die Computerleute,
immer mehr Daten zu sammeln, kann zu immer weniger Wissen führen. Also das sogenannte Big Data Problem kann zu einer Auflösung des naturwissenschaftlichen Paradigmas führen. Also wir haben ja eigentlich bisher immer Kausalitäten hergestellt. Also 100 Zigaretten macht wahrscheinlich Lungenkrebs. Jetzt kann es passieren, ich wohne hier im 5. Bezirk, ich gehe zum Billa, 100 andere Männer in meinem Alter gehen auch zum Billa, wir haben alle Prostatakrebs, dann kommt raus, Billa-Gen macht Prostatakrebs. Das heißt, es kann sein, dass die Kausalitäten aufgelöst werden und in Korrelationen umgewandelt werden. Jetzt hat mir einer von den Computerexperten gesagt, das hängt davon ab, wie ich die Daten interpretiere. Können Sie da was sagen dazu? Ja, ich würde das aus meiner Perspektive genauso bestätigen. Big Data ist die große Herausforderung, deswegen stützt man sich auf sogenannte Algorithmen, also hier die Abtretung der Verantwortung an Dritte, wobei das stets nur einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit reflektiert. Und das ist das Problem. Das heißt, dieses Weltbild, das der Ersteller dieses Algorithmus in dieses System hineinträgt, wird am Ende auch herauskommen. Wir haben also ein selbstreferenzielles System am Ende des Tages. Deswegen setzt man auch Hoffnungen, gerade in dem Bereich der Quantentechnologie, um da diese Binarität in weiterer Folge überwinden zu können. Wobei, das wird uns vom Problem der Big Data nicht befreien. Und das ist auch gleichzeitig die Hoffnung, dass der Mensch nach wie vor der Herr über diese Information, über diese Entscheidung, über diese Ableitungen sein wird. Also das wird uns nicht erspart bleiben. Also wir sehen das ganz genau. In diesem Bereich emotionale, soziale Kompetenz gibt es erhebliche Defizite und die kann man nicht abbilden. Weil wir versuchen, Sie haben vollkommen recht mit dem Begriff der Intelligenz. Also ich habe das ja versucht, so wenn es nur ein Instrument, das derzeit versucht wird, nachzubilden, das aber nicht ersetzt werden kann. Alles. Dankeschön, Herr Professor Heinz. Und Sie haben sich noch zu Wort gemeldet, bitte. Herr General, Sie haben nach unseren Stärken gefragt. Wenn wir weltweit Kinder befragen, wie gut sie ihre Mathematikkenntnisse einschätzen, dann sind die tüchtigsten Kinder, die ostasiatischen, die um den Faktor 10 bis 20 besser abschneiden als die westeuropäischen, dann schätzen die sich kritisch ein, schlecht. Wenn wir diese Kinder fragen, ob sie sich gut vorbereitet fühlen auf künstliche Intelligenz, dann sagen die Ostasiaten, bestens, sind wir bestens vorbereitet. Und unsere sagen, oh nein, da sind wir nicht gut drauf vorbereitet. Vielleicht das als Hintergrund, also die Stärke, Überschätzung und die Schwäche, wenig können. Dankeschön. Darf ich noch eine Ergänzung, weil Sie das gerade gesagt haben? Was mir sehr am Herzen liegt, dass die Algorithmenschreiber gut ausgebildet sind, auch in ethischen und anthropologischen Fragen. Die Amerikaner sagen mir, die kaufen die Schüler mit 17, 18 Jahren mit sehr viel Geld von der Schule weg, kriegen gleich ein Grundgehalt von 250.000 Euro, sagen wir mal. Die haben keine Ahnung von unserem Menschenbild, die haben keine Ahnung von Ethik, sie können nur programmieren. Und die programmieren das, was sie gesagt haben, hinein in den Computer, was am Ende rauskommen soll. Das heißt, dort müssen wir ansetzen. Ich habe das in der Bioethik-Kommission ganz stark gemacht. Facebook hat jetzt wahrscheinlich nur zur Imagepflege in München an der TU einen Lehrstuhl gegründet mit 5 Millionen, Ethik im Internet und Ethik bei den Programmierern. Die Holländer haben das schon eingeführt in die Uni und ich möchte auch jetzt versuchen zu etablieren, hier an der Uni Wien, irgendwie einen Lehrgang wenigstens oder eine Reflexionsgruppe, Ethik für die Programmierer, weil die bestimmen die Welt von morgen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mir mal herzlich für die Initialvorträge danken und möchte aber jetzt die Fragen von Ihnen bekommen, aus dem Publikum. Ich weiß nicht, können wir ein Mikrofon organisieren, das im Publikum auch entsprechend herumgegeben wird, damit wir das alles hören? Nein, es gibt, glaube ich, ein extra, oder ist das unser Mikrofon? Gut, dann darf ich gleich mal beginnen, der Herr ganz vorne und dann im Anschluss der Herr mit dem blauen Hemd. Bitte sehr. Zuerst nicht ganz vorne, sondern Sie. Nein, andersrum. Achso, Sie waren der Erste, genau, der Kollege. Hier, danke. Danke. Bitte, Ihre Frage. Morgen allerseits. Danke, dass Sie also deine Gewalt des Wissens sich ansammeln vorne. Sicherlich. Ein bisschen lauter sprechen, man versteht nicht. Ich freue mich, dass ein geballtes Fachwissen davon sich stummelt. Deshalb frage ich dir, ich habe nur zwei Fragen an Professor Beck bzw. an Professor Hansen. Erstmal über die Geschichte mit dem Kriegsindex.
Können Sie uns Ihre vielleicht Papiere zur Verfügung stellen? Ist es möglich? Weil ich habe so viel gesehen über Afrika, diese Kriegsindex, wie es mit Erfahrung, ob man vergisst oder man auf seine Fehler lernen. Dazu möchte ich nur Folgendes sagen. Wir Menschen vergessen, das ist unsere Wesen. Das ist der Unterschied zu Maschinen. Wir dürfen auch mal vergessen. Wir sind emotional getrieben oder wir stehen unter starkem Stress. Da können wir mal was passieren. Das ist eine Sache. Und zu Professor Beck möchte ich gerne mal widersprechen. Sie meinen, Islam wird kriegerisch bzw. politisch. Aber genauso, so wie ich mich aus die Geschichte gelehrt habe, die katholische Kirche. Geschenk. Okay, die katholische Kirche genauso kriegerisch, wenn ich Afrika angucke. Ich wollte nur eine zu Ende machen. Die katholische Kirche hat nämlich ihre Macht in Afrika benutzt, um uns zum Sklaven zu machen, um unsere Kunstschätze zu rauben. Deshalb die war genau entlang der politischen Situation im Kongo zum Beispiel. Danke. Okay, vielen herzlichen Dank. Ich würde zuerst war die Frage an den Professor Heinzen. Haben Sie die Frage verstanden, Herr Professor? Bitte. Gehen wir auf das Jahr 1900 zurück. Da ist die Bevölkerung nur von Deutschland und Frankreich, die beiden Kernländer der EU, die ist so hoch wie die von ganz Subsahara-Afrika. Heute steht es 8:1 für Subsahara-Afrika, 2050 17:1 gegen Deutschland und Frankreich. Es ist also eine ungeheure Verschiebung von 1:1 auf 17:1 gegen diese beiden europäischen Länder. Was nicht verstanden wird nach dem Zweiten Weltkrieg und was die Kriegsforscher bis zu dieser Minute, wo wir sprechen heute, nicht verstehen, ist, warum die Europäer Welteroberung machen konnten. Und das konnten sie, weil sie zwischen ungefähr 1500 und 1880 6 Kinder im Durchschnitt pro Frau ein Leben hatten. Das hatte die Menschheit vorher nie gekannt. 2 Kinder, 2 bis 3, das war der Durchschnitt überall auf der Welt. Und wenn ich eine solche Situation habe, dann kann eine kleine Bevölkerung eine große besiegen, weil die kleine Bevölkerung Verluste machen kann und eine große, stabile Bevölkerung, wie etwa in Westeuropa, wir sind ja mit 500 Millionen nicht wenig, aber wir können keine Verluste absorbieren. Afrikanische Führer, die könnten jetzt sprechen wie 1946 Ho Chi Minh. Die können diesen da Amerikanern, Franzosen und Deutschen und jetzt sind noch 700 Italiener dabei, die jetzt in der Sahelzone kämpfen, denen können die auch sagen, ihr könnt 10 von uns töten und wir werden einen von euch töten und ihr werdet früher aufgeben. Warum die Afrikaner das sagen können, wissen sie selbst meist genauso wenig, wie die Weißen damals wussten, warum sie das sagen könnten. Ja? Aber wenn ich einen Kriegsindex von 6 bis 8 habe und 2030, länger kann ich ihn nicht berechnen, weil die 15-Jährigen dann erstmal geboren sein müssen, bevor ich den Kriegsindex berechnen kann, 2030 immer noch zwischen 5 und 6 liegen, dann können Sie sich vorstellen, dass in Afrika das ähnlich laufen wird, wie es in Europa gelaufen ist. Denn während Europa wie ein nicht endender Mongolensturm sich 90% der Erde unterworfen hat, mit dem, was die Spanier Secondones nannten, Zweitgeborene. Während Europa das machte, hat es seine eigene Bevölkerung verzehnfacht, permanent europäische Kriege ausgehalten. Das ging, weil die Geburtenraten, die Sterberaten immer souverän 2:1, 3:1, 4:1 geschlagen haben. Das haben wir heute in Afrika. Ich wusste natürlich, dass diese Frage kommt, deswegen habe ich mich hoffentlich in meinem Vortrag sehr präzise ausgedrückt. Ich habe gesagt, die Kirchengeschichte lassen wir mal beiseite, wir gehen zurück zu den Quellen. Jesus Christus hat keine Armee gegründet, hat gesagt, steck dein Schwert in die Scheide, wer mit dem Schwert kämpft, kommt durch das Schwert um. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, gib dem Kaiser, was des Kaisers gibt und so weiter. Mohammed hat von Anfang an eine Armee gegründet. Er hat sogar selber gekämpft. Das Schwert können Sie noch im
Königspalast in Istanbul besichtigen. Er war 20 Jahre Heerführer und Politiker. Ich habe nur auf diesen Unterschied hingewiesen. Wenn wir in die Kirchengeschichte reingehen, obwohl ich müsste das jetzt genau überlegen, ich glaube, die Engländer haben ziemlich in Afrika gewütet, ganze Commonwealth und so weiter, Ausbeutung. Jetzt kann man fragen, sind die eigentlich Christen oder nicht? Mich fragen die Leute auch immer, ist George Bush eigentlich ein Christ oder nicht? Also da könnten wir dran drüber streiten, was Christentum ist. Ich wollte nur den Punkt machen, dass vom Beginn an das Christentum eine nicht politische und nicht aggressive und nicht mit dem Schwert kämpfende Religion ist. Nur das. Ich möchte es ergänzen. Wir sind heute imstande, eine analytische Unterscheidung zu treffen zwischen Muslimen und Islamisten. Und wenn wir diese Unterscheidung heute machen können und wir gehen zurück auf das Jahr 1500, 1700, 1900, dann müssen wir auch sagen, es gibt Christen und Christianisten. Ich glaube, Sie haben von Christianisten gesprochen. Ja? Sie meinten, also Sie sagten Gott und meinten Cartoon. Also, ja? Ja? Also diese Unterscheidung. Und eine zweite Bemerkung. Manche haben sich vielleicht gefragt, ja, wieso springt denn in Europa die Kinderzahl von 2 auf 6 im Durchschnitt pro Frauenleben? Da muss ja was passiert sein, wenn die Menschheit das vorher nicht kannte. Und gehen wir auf die militärische Seite, wenn Napoleon sagt, eine warme Sommernacht in Paris gibt mir eine neue Armee, dann ist der größte General seiner Zeit nicht imstande zu erklären, warum eine warme Sommernacht in Paris eine Armee gibt. Denn die gibt ja heute keine neue Armee. Die gibt eine Vermehrung an venerischen Krankheiten, aber doch keine neue Armee. Das heißt, der General hat für ein Naturgesetz gehalten, das lautet, Sexualität ist Fortpflanzung. Sie lachen darüber, sagen sie, nein, hängt selten zusammen, die Fortpflanzung mit der Sexualität. Das heißt, wir müssen fragen, was ist da passiert? Und auch hier, ich kann jetzt nicht sagen, will ich die Kirche in Schutz nehmen, aber die Erklärung ist sehr simpel. Die sogenannte Hexenbulle von 1484, die wird zwar von einem katholischen Papst erlassen und seine Statue können Sie sich anschauen im Petersdom in Rom, Papst Unschuldig der Acht, aber er agiert als Papst, weil er der Einzige ist, der europaweit Gesetzgebung betreiben kann und Personal hat, in dem Fall die Dominikanischen Orden, Personal hat, um diese Todesstrafe auf Geburtenkontrolle, die dort anfängt und die bei uns nicht als Todesstrafe, als Bestrafung bis in die 1970er Jahre weitergeht. Warum tut das dieser Papst und woran sehen wir, dass es keine katholische Verirrung ist? Weil auch die protestantischen Staaten, die ja dann erst im 16. Jahrhundert entstehen, auch alle strenge Strafen auf Geburtenkontrolle legen, die also im Gesetz verbieten und in der Predigt als furchtbare Sünde darstellen. Das liegt daran, dass in Europa geantwortet wird auf den enormen Menschenverlust durch die Pest, der in einem halben Jahr die Bevölkerung von 80 auf 30 auf 50 Millionen bringt. Hier in Österreich haben wir 8 Millionen Menschen, jetzt haben wir Juni und im Dezember sind es noch 5. Oder in Deutschland. Also der Tötungseffekt von 200 Hiroshima-Bomben. Als Japan getroffen wird, sind das 80 Millionen Japaner. Das hatte damals so. Auf diese Situation wird geantwortet durch die früheste Wirtschaftstheorie, die die Menschheit entwickelt, die uns heute wie ein Wahnsinn vorkommt. Die hat nämlich eine Reichtumsformel. Viele Menschen gleich viel Reichtum. Das macht in einer Feudalgesellschaft Sinn, wo ich die Leibeigenen in Kette über die Felder laufen lasse. So als jetzt die Pest da hineintötet und in bestimmten Regionen 50, 60, 70% der Arbeitskräfte vernichtet, kommen diese Wissenschaftler und sagen, wir kennen das Geheimnis, wie ihr wieder reich werdet, ihr müsst viele Menschen haben. Und aus der Frage ergibt sich die nächste, wo kommen die denn her? Aus den Leibern der Frauen. Denn die Pest geht ja durch von Portugal bis Japan. Da steht niemand an der Grenze, um hier hereinzukommen. Alle sind gleich getroffen. Jetzt haben wir die Todesstrafe
auf Geburtenkontrolle. Das ist eine bevölkerungspolitische Maßnahme, die im religiösen Gewand daherkommt. Ja, vielen Dank. So, jetzt haben wir der Herr hinten mit dem hellen blauen Hemd und dann kommen Sie mit dem dunkelblauen und dann Sie mit dem schwarzen Sakko. Bitte ein Mikrofon. Umgekehrt, der Herr mit schwarzem Sakko kommt vor Ihnen mit dunkelblauem Hemd, ja, weil Sie waren vorher. Okay, also Nummer 4. Stimmt? Nummer 4. Oh ja, da Sie waren vorher. Bitte, Ihre Frage. Herr Brigadier, Ihren 5 Punkten, was braucht es, kann ich ohne Probleme zustimmen. Aber ist das nicht möglicherweise ein typisch österreichisches oder deutsch-österreichisches Problem? Ich war 8 Jahre militärisch in Frankreich. Und wenn ich Frankreich betrachte, dann sehe ich die Punkte, die Sie anführen, von Identität, von Bildung, weitgehend erfüllt. Natürlich hat auch Frankreich immer die Frage, Lien, Armée, Nation, aber nach meiner Bewertung ist die weitgehend unumstritten. Vielleicht müsste man diesen Aspekt der besonderen deutschen Geschichte und Herausforderung vielleicht näher beleuchten. Und Exzellenz, Sie haben gestern und heute Däniker angesprochen. Ich kann mich erinnern, dass wir diese Diskussion um die Jahrtausendwende bei uns auch hatten. Und dann haben wir festgestellt, dass das ein Etikettenschwindel ist, weil Schützen retten, helfen ohne Kampf nicht zu erreichen ist. Und der General Naumann hat dann vorweggestellt und hat gesagt, wenn wir diesen Begriff Kampf nicht nehmen, ist Schützen retten, helfen gar nicht möglich oder Makulatur. Ja, danke vielmals. Wollen wir dazu Stellung nehmen? Ja, ich kann Ihnen da zustimmen, wobei Däniker in seinen anderen Thesen das ja durchaus feststellt. Das ist ja auch die Grundlage. Also er sieht sich als Soldat und sieht auch die Aufgabe als Soldaten. Aber es ist natürlich richtig, die Situation, ich meine, die österreichische Armee hat, wie hört das Kassen, Schutz und Hilfe. Schutz und Hilfe in den letzten Jahrzehnten eigentlich so als Leitlinie gehabt. Und das ist tatsächlich ein durchaus österreichisch-deutsches Problem. Wie gehen wir jetzt wirklich um mit Situationen, in denen nicht nur Frieden mit Mitteln eines Friedenseinsatzes wie am Golan oder in Zypern, jetzt auch am Balkan zu wiederhergestellt oder wie Menschen geschützt werden können, sondern wo es tatsächlich darum geht zu kämpfen. Das ist tatsächlich ein psychologisches Problem, das wir hier in Österreich in der Bevölkerung tatsächlich haben. Und ich weiß, dass hier beim Bundesheer natürlich immer über diese Frage diskutiert wird. Aber in Deutschland ist es durchaus ähnlich, glaube ich, nicht in den Kreisen von militärischen und strategischen Spezialisten. Aber wenn Sie die weite Bevölkerung fragen, ich glaube, da gibt es ähnliche Herausforderungen, Probleme. Und das hat einfach was mit der Geschichte zu tun. Danke. Ja, vielleicht noch ganz kurz zu Ihrem ersten Statement. Wir haben die Aufgaben schon erfüllt. Ja, am Papier würde ich sagen, ja. Die Identität des Soldaten ist also papiermäßig relativ gut, vor allem in Deutschland, muss ich sagen, besonders gut bearbeitet. In Österreich, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig, und wenn wir in unseren Konzepten schreiben, der Mensch steht im Mittelpunkt, steht im Vordergrund, dann steht das in den Konzepten drinnen. Die Frage ist immer nur, wie wird es tatsächlich gelebt? Und sehr oft erkenne ich in vielen in Entscheidungen, dass genau dieser gelebte Faktor Mensch, nämlich dass er im Mittelpunkt steht bei der Zielerreichung, ja, das ist ja die menschenorientierte Führung im eigentlichen Sinn, dass Ziele verfolgt werden sollen, das ist wichtig und muss sein, sowohl im Militär als auch im zivilen Bereich, aber dass der Mensch einen besonderen Stellenwert bei der Zielerreichung einnimmt. Und das wird meines Erachtens aus dem Gefühl her noch nicht so gelebt. Gut, aber ich will jetzt Ihnen noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Und nicht, ja, es war der Herr mit dem schwarzen Sakko. Bitte sehr. Ja, Dankeschön. Der Zusammenhang zwischen Demografie und sozialökonomischen Bedingungen, der interessiert mich jetzt nochmal. Also die Bereitschaft, Kinder zu haben, ist kein Naturgesetz, nicht natürlich gegeben. Herr Heinsohn, Sie haben ja deutlich gesagt, es gibt bestimmte Bedingungen, also in der frühen Neuzeit, warum die Bevölkerung wächst. Frankreich hat, will ich hinzufügen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr bekannterweise eine Natalismuspolitik getrieben, um die eigene Kraft in Europa durch eine
durch eine Vergrößerung der Bevölkerung zu erhöhen. Jetzt komme ich mit Ihrem War-Index nicht ganz klar. Der Subtext von Ihren Statistiken schien ja zu sein, der Westen hat jetzt ein strukturelles Problem mit sich geltend zu machen, weil er zu wenig Kinder produziert. Die bestimmte Länder der dritten Welt können sich Verluste aufgrund ihrer höheren Fruchtbarkeit mehr leisten. Was bedeutet das jetzt? Ich weiß, dass schon vor 20 Jahren für Europa gezeigt worden ist, dass die Erniedrigung der Kinderzahl pro Frau eine Funktion des wirtschaftlichen Wachstums war. Also deutlicher gesagt, man kann genau sehen, Ende des 19. Jahrhunderts, die gebildeten Schichten, die erkannt haben, dass ein Kind Kosten verursacht, reduzieren schrittweise ihre Kinderzahl, weil sie dadurch ihr Wohlhaben erhöhen können. Die Reduzierung der Kinderzahl erfolgt am spätesten bei den Unterschichten, weil die das als letzte kapieren, dass Kinder sozusagen ihren Wohlstand bedrohen. Aus Ihren Statistiken jetzt scheint hervorzugehen, da ja was ist jetzt die Message Ihrer Statistiken? Verstehen Sie meine Frage? Verstanden. Okay, danke. Wir hatten ja von Herrn Beck eine Differenz zwischen Korrelation und Kausalität erklärt bekommen. Wir haben eine Korrelation, Zunahme des Pro-Kopf-Einkommens, Rückgang der Geburten. Das ist eine Korrelation. Meine demografischen Kollegen zu 98% verkaufen das als Kausalität. Ich bin in einer abweichenden Position. Wenn Sie fragen, was ist das stärkste Verhütungsmittel, das die Menschheitsgeschichte kennt, was meinen Sie? Das stärkste Verhütungsmittel, das die Menschheitsgeschichte kennt. Die Erkenntnis, dass mein eigener wirtschaftlicher Nutzen durch eine große Zahl von Kindern bedroht wird. Ja. Das ist gerade nicht. Das ist richtig, Welt, aber Moment. Also, je mehr Menschen eine Position nur erreichen können, dadurch, dass sie andere Menschen in der Konkurrenz auf Arbeitsmärkten besiegen und immer wieder besiegen. Ich werde arbeitslos, ich muss wieder in der Arbeitsmarktkonkurrenz einen anderen besiegen. Diese Konkurrenzsituation, die ist die Ursache dafür, dass wir haben das zuerst im Deutschen Reich untersucht, 1929, zuerst eine Gruppe bei den Kinderzahlen runterging, was die Forscher nicht verstanden haben. Das waren die bestverdienenden Männer im Reich. Die hießen leitende Angestellte. Und man stellte fest, die hatten die höchsten Gehälter und Offiziere und evangelische Pfarrer oder Gutsbesitzer, die hatten mehr Kinder. Sie verstehen jetzt aber, ein leitender Angestellter steht auch ein Leben lang in der Arbeitsmarktkonkurrenz um die anspruchsvollsten Situationen. Also das sind die ersten Männer, die nach Frauen suchen, die bereit sind, ohne Versorgung und ohne Kinder zu leben. Und in der nächsten Generation merken dann schon die Kinder der Männer, die noch früh geheiratet haben, Sexualität war ja nur als eheliche Fortpflanzung legal. Vergessen wir das nicht. Dann haben die gemerkt, der hat noch 4 Söhne und der hatte schon nur noch einen. Und diese 4 Söhne sind dann auch runtergegangen. Heute sind wir von oben bis unten praktisch heruntergegangen, weil über 90% unserer Bürger in der lebenslangen Arbeitsmarktkonkurrenz stehen. So, dieser Prozess gilt inzwischen für 80 Nationen, greift weit über den sogenannten Westen hinaus und er wird weitergehen, je mehr Nationen in diese Arbeitskonkurrenz für die Mehrheit ihrer Bevölkerung eintreten. Nun gibt es einen Bereich, Subsahara-Afrika, für den man dieselbe Annahme gemacht hat und dort erfüllt sie sich nicht. Warum nicht? Weil der Aufbau von Industrien, für die dann Arbeitsmärkte vorhanden sein müssen, in denen die Menschen konkurrieren müssen, weil der Aufbau solcher Industrien nicht gelingt. Der gelang so bis 1980, 1990 und dann wurde das durch die ostasiatische Konkurrenz einfach ausgelöscht. Die wurden ja viel früher ausgelöscht in der Konkurrenz als wir. Unser Auslöschen beginnt, wann verlieren wir die Kameraindustrie 1970, wann verlieren wir die Computerindustrie 2000, wann verlieren wir
die Solarzellenindustrie voriges Jahr. Also ungefähr. Das hat also die schwächeren Positionen, schwächeren Länder viel früher getroffen. Und die müssen jetzt auf die Subsistenz zurück. Und in der Subsistenz, da gilt, dass das nächste Kind bei der Futterbeschaffung eine Hilfe ist, während das nächste Kind bei meiner Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt eine Behinderung. Sie haben zu Anfang gesagt, wir sollen was Positives herausarbeiten. Ich möchte eine Frage an die Runde stellen. Wir sind offensichtlich China unterlegen, wir sind vielen anderen Ländern unterlegen, weil sie mehr Kinder haben, wir sind Amerika unterlegen, weil sie bessere Computerleute haben. Gibt es eine Stärke Europas und was wäre die Stärke Europas in diesem internationalen Wettkampf? Sei es um künstliche Intelligenz, sei es um Bildung, sei es um Geld, sei es um Ressourcen. Wer hat eine Idee? Was wäre die Stärke Europas? Nein. Kein anderer Kontinent. Ich habe gestern schon eine Antwort aufgegeben, aber ich wollte es mal von Ihnen wissen. Ja, genau. Möchte jemand antworten? Humanität ist die Antwort meines Erachtens. Also ich glaube, aber das kann der Herr Major vielleicht noch besser beantworten. Im Rahmen der künstlichen Intelligenz beispielsweise, ja, geht es in die Richtung, dass man wirklich wiederum kapitalistisch Macht maximieren möchte und den Markt wieder beleben möchte. Und Europa möchte das natürlich auch, aber wir haben vielfach andere Werte. Wir haben eine moralische Asymmetrie mit anderen Kulturen beispielsweise, die aber dazu genutzt werden kann, genau Akzente zu setzen in der Technologieentwicklung. Zu sagen, okay, der menschliche Faktor ist ein wesentlicher und ich glaube, dafür steht Europa. Das ist ein Wert, ein europäischer Wert, Humanität. Wir haben ja in der EU regelmäßige Rituale. Dann verneigen wir uns alle nach Brüssel und sagen, nur weil wir in der Union sind, führen wir keinen Krieg mehr gegeneinander. Und das ist die Ultima Ratio dieser Union. Also, wir danken Brüssel, dass wir nicht weiter mit Millionen Armeen übereinander herfallen. Am nächsten Tag, wenn die Politiker sich anbetteln müssen, gibst du 200 Mann für Afghanistan, gibst du 200 Mann für Mali, dann wissen sie schon, dass die Millionenarmeen, die übereinander herfallen können, nicht mehr vorhanden sind. Das heißt, wir haben nicht das Personal für große Inhumanität. Wenn wir das Personal für große Inhumanitäten noch hätten, dann könnten wir immer noch als Christianisten, ja, diesen Weltkreis beherrschen. Das können wir nicht mehr, weil wir als erst England, dann das Deutsche Reich, in die große Arbeitsmarktkonkurrenz eingetreten sind, die Menschen zu Lohnarbeitern umgeformt haben und damit diese Säule, die europäische Demografie, zum Bersten gebracht haben. Gestern sagte im Zweiergespräch ein Kapitän zur See, heißt das Kapitän zur See, ich glaube, er ist heute nicht da, er war gerade in Amerika, hat gesagt, sowohl die Amerikaner als auch die Chinesen haben vor Europa einen Respekt, weil wir so sind, wie wir sind. Wir haben nicht so viel wie andere, aber wir sind anders. Also ich würde vielleicht nicht überraschen, aber ich denke, es ist ein Erbe und zwar ein sehr komplexes, vielfältiges. Europa hat ein großes Erbe, es hat die Welt geprägt, jetzt im Guten wie im Bösen. Wir haben eine Geschichte, in der wir vieles getan haben, wo andere lernen können, es nicht zu tun. Also wir haben ein geistiges, kulturelles Erbe, das uns so prägt, damit wir so sind, wie wir sind. Das würde ich sagen. Es sind einfach, wir haben die größte Menschenvernichtung unternommen, die es in der Welt gegeben hat, denke ich, von Faschisten und Kommunisten auch oder auch in den Kolonialkriegen. Das alles ist passiert. Während wir Werte wie christliche Gebote und Aufklärung, will ich da nicht ausschließen, selbstverständlich nicht, vor uns hergetragen haben. Also es ist so ein komplexes geschichtliches Erbe, auf das wir haben. Wir können also von Europa nicht sprechen, indem wir nur von der einen Seite sprechen, müssen von der anderen sprechen. Aber beim Islam, ich nehme mir die katholische Kirche als Beispiel, die Geschichte ist seit der Antike ganz unterschiedlich verlaufen zu dem,
was in den Dokumenten drinnen ist. Man hat immer Begründungen natürlich auch gefunden. Aber ich denke, das ist tatsächlich auch ein Paradigma. Wir haben daraus gelernt, unsere Schlüsse gezogen. Wir müssen auch, das sage ich auch dazu, noch viel mehr lernen, auch als Kirche, als Religionsgemeinschaften, hier nicht etwas zu spiritualisieren, was ganz handfeste Gründe hat. Das habe ich nämlich auch mit aus dieser Diskussion. Aber ich denke, das, was uns geprägt hat und als Europäer so, ja, und auch bitte die kritische Infragestellung, die gehört auch dazu. Die kritische Infragestellung von Systemen, von Staaten, von Ideologien, das bringen wir auch weltweit ein. Und ich denke, wir haben durch diesen geschichtlichen Prozess, den wir aus unterschiedlichen Gründen begonnen haben in Europa, die Welt geprägt, ob das nun gut ist. Ich hoffe, dass mehr Gutes bleiben wird in der Zukunft. Ja, vielen Dank. Ich möchte jetzt noch die letzte Frage hier eine Möglichkeit geben. Bitte der Herr im blauen Hemd und dann müssen wir schon zum Schluss kommen. Also eigentlich ist die Frage gar nicht mehr relevant. Trotzdem möchte ich sie einfach loswerden. Wenn ich mir vorstelle, dass ich hierher gekommen bin, um als Berater einer europäischen Regierung, nehmen wir das mal als Beispiel, zu wirken und Gesamtstrategien und Spezialstrategien zu entwickeln helfen, dann stelle ich mir die Frage, welche Message gibt mir dieses Panel mit? Und die Frage, ist es dann überhaupt möglich, in Europa jetzt, gezielt in Europa, überhaupt Strategien zu entwickeln, wenn wir diese unterschiedlichen Polarisierungen, die Prognosen der Vergangenheit aus Wertesystemen sind, in die Zukunft fortzusetzen? Oder stolper ich dann über meine Wertsysteme und werde handlungsunfähig? Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für die Frage. Und die möchte ich jetzt gleich nutzen, dass jeder sein Abschlussstatement dazu machen kann. Also, bitte. Okay. Nämlich, welche Message möchte das Panel mitgeben? Ich darf bei Professor Heinzen beginnen. Ich bin ja von Beruf Lehrer an der NATO-Verteidigungsakademie in Rom. Und ich will Ihnen eine Diskussion, am Nachmittag ist immer eine völlig freie Diskussion möglich. Und es sitzen im Saal Admirale und Kapitäne zur See, das sind Oberste aus Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland, der Türkei und sogar ein Kroate ist dabei. Und ich stelle Ihnen eine Frage. Ich sage, im Jahr 2013 hat Australien mit Operation Sovereign Border 31 General und 3 zerstört, 24.000 Kilometer Grenze zugemacht und dabei ist kein Mensch gestorben. Und frage Sie, diese Offiziere, 3 Zerstörer, 24.000 Kilometer, das Mittelmeer hat 3.000 Kilometer. Und Sie können 6 Wochen nicht, da haben die nicht fast geschlafen. Da haben Sie gesagt, wenn der Befehl kommt, morgen früh, dann eine halbe Stunde. Und jetzt haben wir schon einen interessanten Punkt, nicht? Dass dieser Befehl nicht kommt. Das hat schon mit der Verfasstheit Europas zu tun. Und das Interessante dabei ist, warum hat praktisch ganz Europa, auch Nordamerika, würde ich sagen, diese Haltung eingenommen? Weil meines Wissens mit den Deutschen zum ersten Mal, jedenfalls den Westdeutschen damals, zum ersten Mal in der Geschichte eine ganze Nation ihre Verbrechen eingestanden hat, zugegeben hat. In Ostasien ist dieser Gedanke viel schwerer vorstellbar. Aber wir haben die Tradition, dass bereits die hebräischen Propheten ihre Könige öffentlich beschimpfen und sagen, ihr seid Verbrecher. Wir haben in Santo Domingo 1510 Antonio Montesino, der mitten im Töten, der Sohn von Kolumbus sitzt im Saal, dem Sohn von Kolumbus sagt, du bist ein Mörder. Das heißt, diese Reserve in der Not auf Texte zurückgreifen zu können, mit denen ich mich wehren kann. Das ist ein europäisches Erbe. Aber jetzt ist etwas Interessantes passiert.
als die Hunnen, also die Deutschen, ihre Verbrechen eingestanden haben, haben sie etwas aus einer Niederlage gemacht, das merkwürdig ist, nämlich einen moralischen Sieg. Und kein anderer Staat in Europa war ja 100% sauber. Und jetzt haben die Deutschen eine Konkurrenz erzeugt. Wir sind die Weltmeister im Eingestehen von den Verbrechen. Und da wollten die anderen ja nicht zurückstehen. Und die Holländer, ja, wir sind auch böse. Das heißt also, es zieht sich durch die gesamte westliche Welt. Dieser Schritt aus der deutschen Geschichte heraus. Und der wird als Erbe wahrscheinlich erhalten bleiben. Ich möchte gleich anknüpfen mit der Problematik. Was wir brauchen, ist wirklich eine gute Kenntnis unserer Tradition, weil Sie das Judentum erwähnt haben. Dort gibt es schon eine Gewaltenteilung zwischen dem König, dem Propheten und dem Buch Richter, die das dann auslegen müssen. Ich habe gestern über das Christentum gesprochen, die Hochschätzung des einzelnen Individuums, Menschenwürde. Und jetzt fragen Sie, was machen wir daraus für eine Strategie? Die Frage ist, ob wir diese Werte verteidigen wollen. Zweitens, wie wir das machen. Und drittens brauchen wir, was mich am meisten gestört hat bei der Flüchtlingsproblematik, die will ich jetzt nicht noch anziehen, sonst wird es ganz turbulent, wirklich eine offene Diskussion, dass die sagen, wir müssen den Flüchtlingsstrom begrenzen, nicht gleich als Faschisten hingestellt werden oder als Rechtsaußen. Es gibt vernünftige Gründe zu schauen, wie viel ausländische Schüler kann eine Klasse vertragen. Und darüber müssen wir reden können. Ich bin da auch nicht immer auf der Seite meiner katholischen Bischöfe gewesen, so nach dem Motto Nächstenliebe und so weiter. Das ist sehr gut. Aber Sie können aus derselben christlichen Grundhaltung sehr wohl zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und diesen offenen Diskurs müssen wir führen, ohne uns zu verunglimpfen. Und dann kommen wir wenigstens auf der intellektuellen Ebene weiter. Wie man das dann mit Soldaten macht, das müsst ihr entscheiden, da kenne ich mich nicht aus. Aber wir brauchen zunächst mal einen seriösen Dialog über diese Dinge. Vielen herzlichen Dank. Was soll das Publikum mitnehmen, Herr Major? Jawohl, ich würde anknüpfen an die beiden Vorredner. Also ich glaube, dieses Selbstbewusstsein, die kritische Reflexion über unser kulturelles und religiöses Erbe, das auch zu einem Selbstbewusstsein führt und darauf aufbauend auf der Prämisse mit dem Willen, um das Motto aufzugreifen, dem Willen zur Selbstbehauptung in Europa, der einzelnen Staaten und der Völker, dann auch diese Werte, die wir da kritisch dann reflektiert haben, auf alle Lebensbereiche zu übertragen. Und ich glaube, eines der großen Zukunftsthemen wird sein, und das beschäftigt uns jetzt gerade, es ist eine mögliche neue Arms Race, das wir im Bereich der letalen autonomen Waffensysteme sehen. Also dort wird sich das manifestieren, die europäische Position, die Position der einzelnen Staaten. Dort wird man sehen, ob wir dieses Selbstbewusstsein und diese kritische Selbstreflexion auch konsequent zu Ende denken. Ja, ich kann mich meinen Vorrednern anschließen. Ist nicht überraschend. Ich möchte nur eins noch dazu sagen. Die europäische Tradition, wir schauen meistens nach Westeuropa, ist natürlich weiter, auch in den Osten hinein. Wir sollten diese Traditionen, diese kulturellen Geschichten, die es da gibt, nicht vergessen, uns dafür interessieren. Ich merke eine Tendenz bei uns, dass man vor der komplexen Welt so ein wenig die Tendenz hat, sich zu flüchten in scheinbar Überschaubares. Das wird dann mit Begriffen, die sehr emotional besetzt sind, dann auch politisch beworben. Ich denke, als Europäer haben wir eine komplexe und weitreichende Geschichte. Und Europa ist ein kleiner Kontinent. Das ist einfach nicht mit einer großen Pluralität von Sprachen, von Kulturen, von Geschichte, von Schöpfungen im geistigen Bereich. Wir dürfen auf diese geistigen und gesellschaftlichen Errungenschaften, wissenschaftlichen auch Errungenschaften durchaus stolz sein. Und mit mehr Selbstbewusstsein, ich meine jetzt nicht Selbstbewusstsein, also wir sind so toll, wir wollen wieder wie damals nach Afrika und so, das ist klar, aber mit einem Selbstvertrauen uns auf die Fragen und die Herausforderungen einlassen. Wir haben Ressourcen im menschlichen, geistlichen, kulturellen und auch im wissenschaftlichen Bereich. Wir müssen uns nur dessen bewusst werden, uns dafür interessieren, und ich schließe mich durchaus dem Plädoyer an, wir könnten
hier und da mal uns mit unseren Grundlagentexten wie der Bibel beschäftigen. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank. Und zum Abschluss, ja, also wir haben gehört, es gibt sehr, sehr viel Schützenswertes in Europa und in der Welt natürlich, aber speziell in Europa. Und ich glaube, es sollte uns auch wert sein, dafür einzustehen und diese guten Werte materieller und ideeller Natur auch zu schützen. Dazu braucht es entsprechende Möglichkeiten und die soll man nicht aushungern lassen. Ein kleiner Wink an unsere Regierung, was das Budget des Militärs betrifft, aber nicht nur der. Gut, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr Mittun, für Ihr Interesse. Ich darf mich sehr, sehr herzlich hier am Podium bei allen herzlich bedanken für Ihre Beiträge und wünsche Ihnen allen noch einen guten Fortlauf für diese Konferenz. Pause, danke. Thank you.